Dann kommen wir zu dem nächsten Tagesordnungspunkt, wie wir das bei der Tagesordnung festgelegt haben. Nummer 15, Neufassung der Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten. Hier liegt mir ein Ergänzungsantrag der AfD-Fraktion vor, der zunächst eingebracht werden kann. Und dann starten wir in die Fraktionsrunde. FDP würde starten. Das würde ich dann aufrufen. Zunächst, Herr Breuer, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Dresdner. Wir beschließen heute über die Änderung der Schülerbeförderungssatzung. Dieses ist notwendig durch die Einführung des Bildungstickets seitens der sächsischen Staatsregierung. Wir als AfD unterstützen dieses Vorhaben voll und ganz, denn eine preiswerte Schülerbeförderung liegt uns sehr am Herzen. Wir hätten sie sogar gerne ganz kostenfrei. Insbesondere folgende Punkte sind uns dabei sehr wichtig. Erstens, Förderung von Familien für ein kinderfreundliches Dresden. Zweitens, Gleichbehandlung aller Kinder. Auch die in Schulnähe Wohnenden können dieses preiswerte Ticket jetzt in der Freizeit nutzen. Drittens, Stärkung der Nutzung des ÖPNV. Anreize für den Umstieg vom Privatfahrzeug auf öffentliche Verkehrsmittel schaffen. Ja, das geht auch ohne Verbote. Viertens, Verringerung der Bürokratie. Der bisherige Erstattungsantrag umfasste 5 DIN A4 Seiten. Dieser musste bisher nicht nur von den Eltern ausgefüllt, sondern dann auch noch vom Schulverwaltungsamt geprüft und beschieden werden. Hinzu kam dann am Jahresende noch ein Auszahlungsantrag. Positiv überrascht hat mich die Verwaltung in dieser Vorlage mit der neuen Regelung, dass die Eigenanteile für den Schülerspezialverkehr nun genauso hoch wie das Bildungsticket sein sollen. Bisher mussten die Eltern hier den dreifachen Betrag bezahlen. Ich freue mich, dass sich unser dahingehend geplanter Änderungsantrag somit erübrigt hat. Damit sind wir auch schon thematisch bei unserem Änderungsantrag angekommen. Schülerspezialverkehr, das sind Fahrdienste für Kinder, die nicht in der Lage sind, eigenständig mit dem ÖPNV zur Schule zu gelangen. Dies betrifft in der Regel jüngere Kinder, insbesondere an Förderschulen. Grundschüler wohnen ja meistens eher schulnah. Dieser Schülerspezialverkehr wird jedoch nur für Fahrten zum Unterricht angeboten. An den Betreuungsangeboten in den Ferien können diese Kinder dann leider nicht teilnehmen. Das ist insofern bedauerlich, da gerade diese Kinder eine hohe qualitative pädagogische Betreuung dringend benötigen. Wir möchten daher mit diesem Antrag den Oberbürgermeister beauftragen, diese Fahrdienste auch in den Ferien anzubieten. Die Linke hat einen ähnlichen Antrag eingebracht, der dasselbe Ziel hat, allerdings einen anderen Weg dahin einschlagen will. Sie wollen den Oberbürgermeister beauftragen, auf eine entsprechende Änderung in den Gesetzlichkeiten des Freistaates hinzuwirken. Das ist natürlich ein begrüßenswerter Ansatz, würde er dann doch für alle Kommunen und nicht nur für Dresden gelten. Wir werden deshalb diesem Antrag zustimmen, wenngleich ich auf ein Problem hinweisen möchte. Der Oberbürgermeister kann bei der Staatsregierung sehr wohl vorsprechen. Eine Erfolgsgarantie kann uns hier und heute jedoch niemand geben. Außerdem bleibt abzuwarten, wie lange dies im Erfolgsfall dauern würde. Die lange Wartezeit auf das Bildungsticket sollte uns hier eine Warnung sein. Wir sollten also hier sehr wohl zweigleisig fahren, also einerseits den Oberbürgermeister beauftragen, wie von den Linken gewünscht, und gleichzeitig eine eigene, schnelle Lösung mit Erfolgsgarantie vorantreiben. Deshalb unser Antrag. Im Interesse dieser benachteiligten Kinder sollten wir hier und heute Nägel mit Köpfen machen und uns unserer eigenen Verantwortung stellen. Daher bitte ich Sie alle, stimmen Sie sowohl der Vorlage als auch unserem Änderungsantrag zu. Ich danke Ihnen. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Wird FDP das Wort gewünscht? Nein. Dann Dissidenten, Herr Schmelich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, tja, mit dem Bildungsticket ist das so wie mit vielen Bereichen in der Politik. Wenn was nicht klappt, gibt es einen Schuldigen. Und wenn es dann klappt, dann waren es ganz viele gewesen. Das ist auch in dem konkreten Fall nicht ganz falsch. Denn einerseits stimmt es natürlich, dass uns die Staatsregierung schon seit 2014 in persona des Wirtschaftsministers Dulig
dieses Bildungsticket versprochen hat und es kam und kam und kam nicht. Auf der anderen Seite hat dieser Stadtrat im Zusammenhang mit dem Haushalt, mit dem Doppelhaushalt, praktisch das Bildungsticket für Dresden auf den Weg gebracht. Es sind Mittel im Haushalt eingestellt worden, die es ermöglicht hätten, das Bildungsticket zum nächsten Schuljahr zu ermöglichen, allerdings nicht zu den Konditionen, die jetzt durch die Landeshaushaltsabsicherung möglich sind. Es wäre also teurer als diese 15 Euro gegeben, aber es war genau dieser Stadtrat und auch ganz speziell die grüne Fraktion seinerzeit, die darauf Wert gelegt hat, dass das Bildungsticket haushaltstechnisch abgesichert wird. Und deshalb hat auch dieser Stadtrat einen Beitrag dazu geleistet, dass das Land so stark unter Druck geraten ist, dass jetzt eben das Bildungsticket abgesichert durch Landesmittel kommen wird. Es ist ein bahnbrechendes Werk, wenn man es genau betrachtet. Denn wirklich drei entscheidende Dinge passieren. Es wird betont, dass es ein Mobilitätsbedürfnis für in Ausbildung befindliche Menschen gibt, das über den Weg zur Schule hinausgeht. Es ist eben jetzt sichergestellt, dass tatsächlich auch Schulveranstaltungen, Sportveranstaltungen, kulturelle Bildung, alles Mögliche besucht werden kann, unter Nutzung genau dieses Bildungstickets. Dass es mobilitätstechnisch auch das Bejahen dieses eigenen Mobilitätsanspruches von Auszubildenden oder in Ausbildung Befindlichen ist ein wichtiger Schritt. Zweitens stärkt es den ÖPNV, was auch sehr, sehr wichtig ist und aus dem Grunde zu begrüßen. Und drittens, das habe ich im Zusammenhang mit dem Bildungsticket schon auch mal mit entsprechenden Berechnungen unterlegt. Das war bisher wirklich ein bürokratischer Moloch. Es war nicht nur die Anzahl der Seiten, wie viele Stunden Eltern in Dresden damit zugebracht haben, diese Anträge auszufüllen, auf den Weg zu bringen. Die Schulsekretariate waren beschäftigt, das Schulverwaltungsamt am Ende auch noch. Dieser Spuk ist jetzt weitestgehend vorbei. Und deshalb ist das Bildungsticket einfach auch ein gutes Beispiel, wie man mit relativ einfachen Mitteln doch Mobilität herstellen kann, ohne dass es mehr kosten muss. Ich habe aus dem Grunde auch, und das steht ja heute auch mit zur Abstimmung, haben wir auch eingebracht, den Vorschlag, dass zum Beispiel die personellen Einsparungen, die durch dieses jetzt unbürokratische Bildungsticket einhergehen, dass sie auch verifiziert werden und dem Stadtrat zu berichten ist. Wir sind sicher, dass viele Menschen, die im Schulverwaltungsamt bisher sich damit beschäftigen mussten, auch sinnvollere Tätigkeiten ausüben können. Deshalb begrüßen wir es sehr, dass dieser Stadtrat heute hoffentlich auch mit einer großen Mehrheit dieses Bildungsticket für Dresden und deren Einführung beschließt. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass dieser Schritt heute getan werden kann. Vielen Dank. Als nächstes die Freien Wähler, wird das Wort gewünscht? Nein, sieht nicht so aus. Dann CDU, wird das Wort gewünscht? Herr Dietze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, die CDU wird die gerade beschworene Mehrheit nicht durchbrechen. Es ist natürlich leicht auszurechnen, dass dieses Bildungsticket mit 15 Euro eine starke Entlastung für Familien bedeutet. Und den können und wollen wir uns natürlich nicht verweigern. Im Gegenteil, er trägt ganz und gar unseren Sinne mit. Interessant ist, dass wir ja darüber hinaus noch einen Ergänzungsantrag, einen Änderungsantrag der AfD laufen haben, mit dem Ziel, die Schülerbeförderung auch in den Schulferien abzusichern, also zu, ich sag mal jetzt, keinen unterrichtsnotwendigen Angeboten, aber eben Hortbetreuung, die eben tatsächlich eben auch abgesichert werden muss für diese Familien. An dieser Stelle möchten wir sagen, können wir uns nur mit einer Zustimmung dem zuwenden, ganz einfach, weil es inhaltlich sinnvoll ist, auch Schüler über den Schülerspezialverkehr in den Schulferien den Weg zum Hort abzusichern. Und bitte auch an dieser Stelle um Zustimmung. Danke. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Frau Gaspari.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie war es eigentlich bisher? Bisher musste man nachweisen, dass man dass das Kind auf dem Weg in die Schule eine bestimmte Mindestentfernung zurückgelegt hat. Und dann musste man immer, wenn es eine neue Schule kam, weiterführende Schule oder wenn die Schule ausgelagert wurde, dann mussten die Eltern für das Kind einen Antrag auf Übernahme der Schülerbeförderungskosten stellen. Und dazu kam, jedes Jahr ab Ende Mai, mussten die Kinder im Schulsekretariat den Schülerbeförderungskostenerstattungsauszahlungsantrag abholen. Und dann mussten die Eltern aufpassen, dass sie vor Ende September den ausgefüllten Schülerbeförderungskostenerstattungsauszahlungsantrag wieder abgeben, zusammen mit dem aktuellen Schülerbeförderungskostenbewilligungsbescheid. Nur so konnte ein Teil der Schülerbeförderungskosten übernommen werden. Da frage ich Sie mal, ist das nutzerfreundlich? Nein, das ist eine Belastung für Familien, das ist eine Verschwendung von Arbeitszeit von Verwaltungsmitarbeitern. Ich kann hier aus eigener Erfahrung reden. Ich habe 4 Kinder, die sind alle 4 in die Schule gegangen, klar. Und nicht alle in die gleiche Klasse. Das heißt, mit allen 4 hatte ich das Spaß jeden Mai und jeden September. Ich musste aufpassen, dass sie es abholen. Ich musste aufpassen, dass es wieder eingereicht wird, ganz abgesehen von den Kosten. Und dass es nicht nur mir so ging, sondern vielen ging, das hat uns der Kreiselternrat, als wir da vor Jahren mit Ihnen gesprochen haben, so bestätigt. Deshalb setzen wir Grünen uns seit vielen, vielen Jahren für eine Änderung der Erstattung, des Ablaufs der Erstattung der Kosten ein. Wir haben Anfragen gestellt, wir haben Anträge geschrieben, 2018 einen Parteibeschluss für ein Bildungsticket für 15 Euro getroffen. Es war eins unserer Kernprojekte im Wahlkampf. 2014 stand es ja schon im schwarz-roten Koalitionsvertrag in Sachsen. Aber umgesetzt worden ist es nicht. Es ist gescheitert an den Landräten. Den Widerstand kann ich nicht verstehen. Warum nicht auch die CDU sich damals schon für eine Entlastung für Familien eingesetzt hat? Wir Grünen haben uns eingesetzt dafür, dass dieses Bildungsticket auch im Koalitionsvertrag in Sachsen mit drin stand. Wir Grünen wollen schon seit Langem, dass diese umständliche Beantragung entfällt, dass der finanzielle Aufwand endlich reduziert wird. Wir Grüne wollen Mobilität für alle, und zwar auch für Kinder und Jugendliche. Sie sollen eigenständig mobil sein können, sie sollen alleine und eigenständig auch außerschulische Bildungseinrichtungen besuchen können, sie sollen die Freizeiteinrichtungen besuchen können. Und nebenher gibt es dann noch die Steigerung der Attraktivität des ÖPNVs durch das Bildungsticket, durch die Gewohnheit der Kinder, das auch Bus und Straßenbahn zu verwenden, und umweltfreundliche Mobilität wird gestärkt. Deshalb das Bildungsticket, das jetzt eingeführt wird, das jetzt endlich kommt, das begrüßen wir außerordentlich, freuen uns sehr. Wir freuen uns über diese Erleichterung, die wir jetzt für viele Familien sehen. Und ich nehme an, dass von allen Seiten, wo immer Sie das Bildungsticket ansprechen, auch Sie viele positive Rückmeldungen bekommen. Und eine Sache noch, die Einführung war sehr kurzfristig. Im Januar wird es beschlossen, ab August gibt es das Bildungsticket dann schon. Das war eine große Herausforderung für die, die es umsetzen mussten. Das sind die Verkehrsverbünde, der VVO speziell in unserem Bereich. Sie hatten ja schon die alten Beantragungen am Laufen. Das ganze System musste in der schnellen Zeit umgestellt werden. Und da kann ich nur sagen, vielen Dank an die Zuständigen im VVO, die das alles gestemmt haben, die das in der kurzen Zeit geregelt haben und damit auch uns das Bildungsticket ab dem 1. August zur Verfügung stellen. Denn die Tickets sind ab dem 1. August bereits erhältlich und die Zustimmung des Stadtrates ist einfach vorausgesetzt und davon gehe ich jetzt auch aus, dass es mehrheitlich hier eine Zustimmung geben wird und freue mich über die Erleichterung, die alle Familien in Dresden mit Kindern dafür erhalten werden. Vielen Dank. So, wird AfD nochmal das Wort gewünscht, Herr Breuer? Nein. Dann Fraktion Die Linke, Frau Abel.
Sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr über das Bildungsticket. 15 Euro, nur 15 Euro im Monat. Ich freue mich für die Schülerinnen und Schüler, ich freue mich für die Eltern und Familien. Vor 18 Jahren habe ich gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben, Dresdner Verkehrsbetrieben, ein mathematisches Projekt durchgeführt. Wir haben mit den Schülerinnen und Schülern eines Leistungskurses Mathematik mathematische Modelle durchgerechnet und geguckt, kann man denn ein Schülerticket einführen, rechnet sich das? Und egal welches Modell wir untersucht haben, was wir gerechnet haben, wir sind immer wieder drauf gekommen, es rechnet sich eben nicht. Die DVB kann das nicht einfach von sich aus einführen. Es ist notwendig, dass das staatlich unterstützt wird. 18 Jahre später nun gibt es diese Unterstützung und wir können das 15-Euro-Ticket an alle Schülerinnen und Schüler ausgeben. Nun zum Ergänzungsantrag, der im Bildungsausschuss angenommen wurde. Im Sächsischen Schulgesetz, § 23 Absatz 3, ist der Schulweg definiert. Der Schulweg ist nämlich der Weg zum Unterricht. Aber, wir hatten das ja durchaus schon zu dem vorhin zum Thema, die Lernorte sind nicht mehr nur der Unterricht in der Schule, sondern Lernorte sind vielfältig. Lernorte können sein der Praktikumsort, Museen. Lernorte können sein soziale Lernorte, wo man mit der Klasse sich hinbewegt, wo man sich aufhält, wo man Unternehmungen gemeinsam macht. Und es können natürlich auch die Ferien, die Hortferien sein für jüngere Schülerinnen und Schüler. All diese fallen halt nicht unter diese Definition Schulweg. Und im Grunde genommen muss dieser veraltete Begriff im Sächsischen Schulgesetz zum Schulweg ergänzt werden. Es muss erweitert werden auf die Vielfältigkeit von Lernorten. Und deswegen unser Antrag, dass der Oberbürgermeister diese Problematik im Land vorbringt und darauf drängt, sehr ernsthaft drängt, Herr Oberbürgermeister, dass dieses überarbeitet wird. Denn das ist tatsächlich nicht nur für Dresdnerinnen und Dresdner gut, sondern für alle. Auch jetzt bekommen die Schülerinnen und Schüler durchaus die Fahrtkosten ersetzt, also die an Familien, die besondere Beförderungsbedarf haben. Sie müssen aber nicht mehr bei den Schulen das beantragen, sondern sie gehen zum Sozialamt. Wir machen also spontan, und dieses Jahr ist es ganz spontan, weil ja Corona war und nichts planbar war, eine Klassenfahrt zu einem Veranstaltungsort. Dann muss vorher ein Antrag beim Sozialamt gestellt werden für die Beförderung zu diesem Ort von dem Jugendlichen, dem Kind. Und das dauert. Und manchmal wird es abgelehnt und manchmal wird es befürwortet. Also das ist tatsächlich ein bürokratischer Akt, der auch nicht mit Garantie versehen ist. Die Schulen in freier Trägerschaft müssen die Kosten als Schulträger übernehmen, was sie sicherlich auch tun. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir das zukünftig ändern, da auch ein anderes Verständnis haben, was Schule und Lernen bedeutet. Und ich wäre sehr erfreut, wenn sich das künftig tatsächlich unbürokratischer gestaltet. Deswegen also diese Ergänzung. Und natürlich freuen wir uns und stimmen zu. Vielen Dank, Frau Apel. Jetzt zum Abschluss der Fraktionsrunde die SPD-Fraktion, Herr Engel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ja, Neufassung einer Schülerbeförderungssatzung klingt auf den ersten Blick nicht so spannend. Die Vorrednerinnen und Vorredner haben schon ein bisschen erläutert, dass das Thema schon ein paar Facetten mehr hat. Es wurde schon viel über die Entlastung der Eltern auch gesprochen. Und ich glaube, das muss man ja schon noch mal ein bisschen konkreter auch beziffern. Im Regelfall haben Eltern in Dresden bisher 40 Euro für eine Abo-Monatskarte bezahlt, die nur in Dresden gilt. Und jetzt zukünftig haben all diese Eltern, die nicht praktisch in diesen Entfernungen drin waren, die für den
praktisch für diese 50% Ermäßigung golden, haben einen Anspruch auf ein 15-Euro-Ticket, was in einem viel, viel größeren Umkreis dann auch gilt. Was für den Ausflug in die Sächsische Schweiz gilt, was für den Ausflug ins Osterzgebirge gilt, wo man nach Meißen fahren kann. Viele tolle Sachen. Ich glaube, das wird bei vielen Familien wirklich eine spürbare Entlastung bedeuten. Aber, und das ist ein zweiter Aspekt, den ich hervorheben möchte, ich glaube, es stärkt auch Kinder und Jugendliche in ihrer Unabhängigkeit, auch mal mit Freundinnen und Freunden, mit anderen Verwandten, auch mal aus der Stadt rauszufahren, da ein Stück weit auch unabhängiger von Eltern zu werden, Freizeit entsprechend auch verbringen zu können. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass so ein Bildungsticket da natürlich jungen Menschen einfach nochmal ganz andere Freiräume gibt. Und zum Dritten, es ist natürlich ein verkehrspolitisches Signal. Es ist ein verkehrspolitisches Signal, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, wo wir ja sehr viele Diskussionen auch darüber haben, wie ÖPNV zukünftig ausschaut, wie man ihn finanziert, wie man auch vielleicht neue Kundinnen und Kunden gewinnt. Und da ist es natürlich ein Signal, wenn man sagt, ja, wir machen hier ein Angebot deutlich attraktiver. Denn wer in der Jugend mit dem ÖPNV fährt, der wird auch später viel eher auch Stammkunde oder Stammkundin und zahlt dann natürlich auch weiter für den ÖPNV. Das darf man nicht unterschätzen, dass es da einen Zusammenhang gibt und dass die Leute natürlich ja, auch ihr Mobilitätsverhalten natürlich entsprechend auch entwickeln. Und ich möchte auch nicht verhehlen, natürlich ist es ein SPD-Herzensprojekt. Der lange Vorlauf für dieses Projekt wurde ja auch schon sehr wortreich auch beschrieben. Und ich glaube, das ist eine Sache, die hat sicherlich viele Väter oder viele Mütter, dieses Projekt. Wir sollten aber trotzdem auch ein bisschen gucken, wie die Finanzierung sich wirklich zusammensetzt. Wir haben 12,4 Millionen Euro, die insgesamt die DVB als Hintergrundpreis hier sehen. Von diesen 12,4 Millionen Euro kommen knapp 60%, ich glaube 58% aus Mitteln des Freistaats Sachsen, die er uns praktisch als Stadt Dresden zusätzlich gibt. Es gibt knapp 30% Mittel, die wir praktisch auch daraus ziehen, was wir derzeit als Stadt schon in den Schülerverkehr reinstecken. Und dann gibt es die auch von Herrn Schmählich schon erwähnten Mittel, die wir als Stadt zusätzlich nochmal aus Haushaltsmitteln geben, um diese Lücke auch einfach zu schließen. Ich glaube, das ist wirklich ein Kraftakt, auch ein Kraftakt, jetzt es in so kurzer Zeit hinzubekommen. Aber ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass der Verkauf gut anläuft, dass wir hier wirklich ein starkes, auch verkehrspolitisches Signal auch setzen können. Und ich sehe ganz ehrlich, dass dieses Bildungsticket ein Meilenstein für den Nahverkehr in Dresden ist. Und lassen Sie uns das heute hier auch auf den Weg bringen. Vielen Dank. So, damit wäre die Fraktionsrunde beendet. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann habe ich... Kommen wir zur Abstimmung. Wir haben zunächst einen Ergänzungsantrag der AfD vorliegen. Wer dem folgen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Dreiunddreißig Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, wird das so angenommen. Und damit kommen wir über den so ergänzten federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Dann ist es einstimmig mit 67 Ja-Stimmen so angenommen. So, damit hätten wir die beiden Punkte nach der Pause in der Tagesordnung absolviert.